Es tut sich was in der DDR. Es mehren sich erste kleine Zeichen dafür, dass es der SED, der Staatspartei, wohl doch nicht ganz gleichgültig ist, wenn Zehntausende ihrer Bürger in den Westen flüchten und andere in noch größerer Zahl auf die Straße gehen, um Reformen einzufordern. In Dresden gibt es bereits erste Gespräche zwischen der Opposition und Vertretern der Staatsmacht. In Leipzig sollen sie folgen. Dass dort die Massendemonstration gestern Abend fast unbehindert stattfinden konnte, ohne die Prügelszenen vom letzten Wochenende, dass die Polizei einfach zusah und manchmal sogar mit den Demonstranten diskutierte, das mag der Besonnenheit des Einsatzleiters zuzuschreiben sein, aber wahrscheinlicher einer Order aus Ost-Berlin. Dafür spricht auch, dass in einem Teil der Presse verhältnismäßig gelassen über das Ereignis berichtet worden ist. Das ist nun wirklich neu. Zum ersten Mal halbwegs realistische Darstellungen eines Bürgersprotestes in der Parteipresse. Viele der DDR-Flüchtlinge bei uns haben ihr Land auch deshalb verlassen, weil sie es leid sind, Tag für Tag, Jahr für Jahr von den Medien in der DDR verhöhnt zu werden. Denn nichts anderes als Hohn ist die Dreistigkeit, mit der die Presse, der Funk und das Fernsehen Zustände beschreiben, die es gar nicht gibt, und verschweigen, was wirklich passiert im Leben der DDR und anderswo. Was da jeden Tag im neuen Deutschland steht, das hat, die Sportseite mal ausgenommen, mit der Wirklichkeit drüben, mit dem real existierenden Sozialismus, so gut wie nichts mehr zu tun. Ein Bericht von Horst Hanow. Die Aktuelle Kamera heute mit ihrem täglichen Erfolgsbericht über den Aufbau des Sozialismus. Heute kam er aus Leipzig. Der Leipziger Alltag ist von fleißiger Arbeit geprägt. Erzeugnisse für über 41 Millionen Mark werden 1989 an jedem Kalendertag hergestellt. Dazu gehören auch diese hochproduktiven Automaten aus dem Drehmaschinenwerk. 175 Werkzeugmaschinen bester Güte wurden von Jahresbeginn bis heute ausgeliefert. Dieser Automat Erfüllung und Übererfüllung des Plansolls füllen täglich einen großen Teil der Medien. Mühen, die besonderes Gewicht haben. Doch auch andere Themen wie die Ausreisewelle der letzten Zeit kommen vor. Die Aktuelle Kamera erklärt sie so: die Ursache, die Abwerbekampagne der BRD. Die illegale Nacht- und Nebelaktion zur Abwerbung in Ungarn befindlicher DDR-Bürger ist generalstabsmäßig vorbereitet worden. Und das Neue Deutschland berichtete allen Ernstes auf der ersten Seite von einem verschleppten Mitropa-Kellner, der es erlebt hatte, wie BRD-Bürger gemacht werden. Mit einer Mentholzigarette in Budapest betäubt, war er gegen seinen Willen nach Wien transportiert worden, so hieß es in der Zeitung. In der FDJ-Zeitung Junge Welt erschien jetzt immerhin ein offener Brief von Hermann Kant, dem Vorsitzenden des Schriftstellerverbandes, in dem er in sarkastischer Weise darauf hinwies, wie sich die Parteizeitung durch eine solche Berichterstattung auch bei den eigenen Bürgern lächerlich mache und unglaubwürdig mache. Die Aktuelle Kamera gestern Abend zu den Demonstrationen vom Wochenende. Tendenz: ohne die Westkorrespondenten hätte es sie gar nicht gegeben. Die Randalierer haben ins Visier genommen, was hier aufgebaut wurde und weiter aufgebaut wird, eben den Sozialismus. Das ist auch der Auftrag der Reporter aus dem Westen, wenn sie sich in unserem Berlin zum Schrittmacher antisozialistischer Attacken machen, ja Aktionen direkt dirigieren. Wenn die Kameras rot zeigten, wurden die vorgebeteten Parolen nachgebrüllt und manche schrien, keine Gewalt, um Sekunden später Pflastersteine zu schleudern. Es steht fest, dass die Randalierer, zumal ferngesteuert, hier niemanden repräsentieren. Allenfalls sich selbst. Insofern werden sie keine Chance haben. Leipzig war für alle Journalisten gesperrt. Dass es ausländischen Teams trotzdem gelang, solche Aufnahmen zu machen, konnten die Demonstranten nicht wissen. 70.000 waren auf der Straße. In Dresden, wo es zu Ausschreitungen kam, in Plauen und Potsdam, war kein ausländischer Reporter zugegen. Doch in der Erklärung des Innenministeriums heute in der Aktuellen Kamera wird ihnen die Schuld gegeben. Es ist nachgewiesen, dass westliche Korrespondenten zu den Organisatoren und Aufwieglern gehörten. So viele Zufälle, immer gerade dann vor Ort zu sein, wenn sich Randalierer zusammenrotteten, kann es gar nicht geben. Diese Berichterstatter gaben den Unruhestiftern Rückhalt und konkrete Anleitung zum Handeln. Absurd natürlich, aber so ist es, wenn nicht sein kann, was nicht sein darf.